Es handelt sich hier in der Kerngemeinschaft nicht um eine neue Bewegung in der Kirche, wie eine geistliche Bewegung sich entfaltet oder einen Verein, sondern es ist eine neue Art, überhaupt Kirche zu sein. Das heißt, ein komplettes Umdenken auch bei unseren Priestern und Bischöfen nötig. Es ist eine 160-Grad-Wende nötig. In unserer alten Kirche, die wir ein Jahrtausend erfunden haben, heißt es, sagt der Priester, ihr lieben Leute, ich bin verantwortlich für die Pastoral, ich kann es alleine nicht schaffen, bitte helft mir. Jetzt, nach dem Konzil und in unserer Vision von Kirche, heißt es, wir alle als Volk Gottes setzen die, sind gerufen, die Sendung Jesu fortzusetzen, die Missionssendung fortzusetzen, und dazu helfe ich euch. Ich bin euer Helfer, nicht ihr mein Helfer. Amen. Amen.